Grüß Gott. Ich möchte mich vorstellen. Ich heiße Annemarie Schuster und komme aus Lechbruck im Allgäu. Ich bin 44 Jahre alt. Ich habe eine Spastik und kann nicht sprechen. Derzeit wohne ich noch bei meinen Eltern. Ab 1. November werde ich in einer eigenen Wohnung im selben Ort leben. Ein 24-Stunden-Assistenzdienst ermöglicht mir das. Ich möchte mich bei Max und Anke herzlich bedanken. Beide sind heute auch hier. Sie haben mich bei der Wohnungssuche sehr unterstützt. Danke für alles. Mit meinen Eltern kommuniziere ich, seit ich Kind war, mit Gebärden, die wir uns ausgedacht haben. Diese nutze ich mit ihnen und mir vertrauten Personen noch immer. Ich war 10 Jahre auf dem Internat Fritz Felsenstein für körperlich Behinderte in Königsbrunn. Dort habe ich auch mit Gebärden kommuniziert. Bis 1983 konnte ich mich nur mit Gebärdensprache unterhalten, dann erlernte ich Bliss. Ich habe mich 12 Jahre mit Bliss-Symbolen unterhalten. Bliss-Symbole wurden von Charles Bliss entwickelt. Es ist eine Sammlung grafischer Zeichen, aufgebaut auf 120 Grundsymbolen, die kombiniert werden. Das Bliss-Symbolsystem ist eines der ersten, die als Hilfsmittel in der unterstützten Kommunikation eingesetzt wurden, um Menschen zu helfen, die sich lautsprachlich nicht äußern können. Erstmals verwendet wurde es 1971 in Kanada. 1996 konnte ich verschiedene elektronische Kommunikationsgeräte ansehen und ausprobieren. Der Delta-Tucker, den mir Elisabeth Rolf zeigte, gefiel mir am besten. Den Delta-Tucker bekam ich dann auch. Seine Funktionen eignete ich mir durch ständiges Benutzen innerhalb kurzer Zeit an. Immer wenn ich Zeit hatte, spielte ich herum und versuchte, die Minspeak-Strategie in meinen Kopf zu bringen. Schnell konnte ich mit dem Tucker sprechen. An meinem Arbeitsplatz in Kaufbeuren bei den Wertachtal-Werkstätten half mir meine Gruppenleiterin und die Ergotherapeutin beim Lernen. Plötzlich konnte ich mich mit viel mehr Leuten unterhalten. Die Welt öffnete sich für mich. In der Freizeit- und Bildungsstätte Landau in Steingarten bin ich seit 13 Jahren im Leitungsteam, was mit Tulker natürlich super ist. Durch den Tulker kann ich mich laut äußern und werde verstanden. Ein Power-Talker löste 2001 den Delta-Tulker ab. Seit Ende 2009 habe ich einen Eco-Talker mit Aircard. Das ermöglicht mir selbstständiges Telefonieren.
Weil er Grundhalter ist, mir so wichtig, dass er sogar einen Namen hat. Er heißt Casimira. Seit 2 Jahren nehme ich an einer Co-Referenten-Qualifizierungsmaßnahme zum Thema unterstützte Kommunikation teil. Ziel ist die Mitwirkung im Bereich von Fortbildung und Beratung. Diese Maßnahme geht über einen Zeitraum von 4 Jahren. Wir sind in meinem Ausbildungsgang 12 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Deutschland. Einmal im Jahr treffen wir uns in Gummersbach, tauschen uns aus und lernen Neues dazu. In den Wertachtal-Werkstätten arbeite ich seit 27 Jahren. Aufgrund meiner körperlichen Behinderung erledige ich dort einfache Verpackungs- und Montagearbeiten. Ich mache Kalumets, das sind Ofenanzünder. Zuerst steckt man eine Paprolle und einen Docht in eine Vorrichtung und dann nehme ich Holz. Ich stelle so lange Holz hinein, bis alles ganz fest ist. Dann werden die Kalumets noch in Wachs getaucht und sind dann fertig. Ich gehe gerne in die Arbeit, weil ich dort andere Leute treffe und Abwechslung habe. Nun habe ich genug erzählt. Ich danke fürs Zuhören und sage für Gott. Annemarie, das kann ich vielleicht erklären, weil es was Technisches ist. Das ist eine Funktion, das ist, glaube ich, auch entweder im Notizbuch gewesen. Es gibt ein Notizbuch. Ja. Im Notizbuch. Genau. Da kann man ganze Blöcke abspeichern, damit man jetzt bei diesem Vortrag kann man ja nicht jedes Wort. Jetzt funktioniert. Ja, bitte, Entschuldigung. Wir haben in Ausbildung das neben so gelernt. Wir haben in Ausbildung das so gelernt. Ja, meine Frage ist nur, der Michael hat ja im Power Talker auch diese Notizbuchfunktion. Da kann man ganze Abschnitte einlegen, aber nicht einzelne Sätze oder so. Ja, das ist ja egal, ob jetzt ein Abschnitt oder ein Satz. Ja, aber das geht nicht dann so fließend wie es gibt, bei dir. Es gibt ja eine Taste, die heißt Satz sprechen. Und wenn man die auf die drückt, dann sagt er nur einen Satz. Ja, das schon, das weiß ich. Aber sie hat ja immer nur einmal gedrückt, dann kam ein Satz. Dann wieder gedrückt, kam wieder ein Satz. Geht aber bei PowerPoint. Muss man hinkriegen. Ja? Ja, dann werden wir uns drum kümmern. Dann habe ich noch gleich eine Frage. Jetzt kommt die mal nach vorne, Frau Heidrich, weil ich versuche, dass ich nicht verstehe. Die Stimme bei den Talkers, die sind schöner als die beim Power Talker. Kann das sein? Das ist Geschmackssache.
beiden alleine sprechen dürfen, finde ich. So richtig schöne wie Stimme. Wie sehen wir die Unterschiede von der Stimme vorher Power Talker und jetzt die Echo-Stimme? Ja. Besser. Das ist geschmeidiger irgendwie. Der Power Talker wird von Fremden nicht immer verstanden. Also es liegt das am Gerät. Gut. Ja. Okay. Gibt es noch Fragen an Annemarie? Nur Mut. Ach, wie anstrengend ist das für Sie in einem Gespräch? Wie anstrengend ist das mit dem Zeigen, mit dem Drücken bzw. mit dem Augen zu schauen? Das geht. Es schon. Und was sagt der Heim dazu? Das geht es schon. Peter, und was sagst du zum, wie schwer, wie anstrengend das ist? Der Peter Heim das, was er spricht, über Ikonen eingibt, also über die Wortstrategie oder über Buchstaben, war die Frage. Ich mache, das ist jetzt so leise, weil der Lautsprecher nicht dran ist. Mm-hmm.
Jeder weiß, dass es wohl ist. Klappert täglich. Welches Wort? Mit Bitten und Schreiben wollte ich jetzt mal sagen. Mittendrin sind wir, genau. Ich lese mal gerade vor, was jetzt hier schon steht. Mit Bild und Buch. Buchstaben. Stab fehlen noch, genau. Okay. Wenn Sie in Worten nicht über Ikonen sagen wollen, geben Sie es dann über Buchstaben ein. Ja. 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 Wie kann man sich das alles merken, diese ganzen Ikonen sich lesen? Vergisst man das nicht immer wieder. Und beide, ne? Wie kann man sich das merken? Immer sprechen.